Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Secret of Mana. Heute beginnt unsere große, lange Reise zu den Zwergen. Letztendlich. So, ich muss gleich mal ein bisschen leiser machen, bevor ihr hier doppelt hört. Ja, so hörst du das auch laut genug. Okay, dann mal los. Wir müssen Richtung Süden, habe ich gehört. Oder kann ich mich zumindest noch dran erinnern. Aber das wird wahrscheinlich auch gleich auf einem der guten Schilder stehen. Ach nein, hier ist das Schloss. Da wollen wir gar nicht hin. Beziehungsweise die Ruinen, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wo muss ich denn dann hin? Rechts kann ich nirgendwo raus. Ich kann links, glaube ich, irgendwo raus. Aber die haben doch gesagt Süden. Die haben mich angelogen. Naja. Ich war noch nicht aus der Stadt draußen. Oh, okay. Hi. Hi. Ich sehe schon neue Gegner. Okay. Irgendwelche komischen fliegenden grünen Bienen. Oder was auch immer das darstellen soll. Alles klar. Okay. Oh, der hat eine Kiste gedroppt. Die hätte ich ganz gerne. Zwei Pflanzen, euer Ernst? Bonbon, aber kein Platz dafür. Ja, das ist der einzige Nachteil an diesem Spiel. Was heißt Nachteil? Also, es ist jetzt kein Spielenachteil oder so. Aber du kannst halt, glaube ich, nur 5 Sachen pro Item mitnehmen. Was es halt ein bisschen schwer macht. Klar. Aua! Junge! Au! Wie, ich bin vergiftet. Ist nicht dein Ernst. Hört das Gift auch mal auf? Dankeschön. Stufe 4. Oh Gott sei Dank. Diese komischen fliegenden Gegner. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Oh! Hätte mich aber beinahe erwischt. Ich finde ja bei diesem Teil gar nicht so schlimm wie im Originalteil. Im Originalteil waren die hart. Oh! Irgendwie hat es gerade kurz geleckt und dann wusste ich gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Okay, ich glaube, er ist jetzt tot. Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hin muss. Kommt irgendwie so falsch vor. Hilfe! Nein. Ach, nicht schon wieder, du dreckiges Scheißvieh. Wow! Irgendwie leckt das Spiel in letzter Zeit ziemlich, kann das sein? Ich weiß nicht warum. Ich hatte das Problem vorher definitiv nicht. 22 GM. Okay. Was heißt denn GM? Goldmünzen? Könnte sein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mit was für einer Währung man hier bezahlt. Wieder ein Bonbon. Alles klar. So, du kannst dich mal verpieseln. Du auch. Du erst recht. Da ist ja eh wieder nur ein Bonbon drin, oder? War ja klar. Oh! Kritisch getroffen. Nice. Okay. Ah, während ich laufe, macht er diesen komischen geilen Angriff. Okay, vielleicht sollte ich den mal öfter einsetzen. Wie zum Beispiel jetzt. Okay, das war da nicht gemacht. Wow! Er macht hier den übelsten Breakdance. Alles klar. Erstmal die scheiß fliegende Kacke da wegmachen hier. So. Sonst noch irgendwas? Das ist der nächste. Ah, da gibt's Schilder. Das ist sehr gut.
Da werde ich gleich erstmal nachlesen, wo wir hier überhaupt sind. In der Zeit nehme ich hier noch jeden Gegner mit. Das gibt schöne Erfahrungspunkte. Gaia Snubble nach oben. Die haben mich voll angelogen. Die sagten so Süden. Ich gehe hier gerade Richtung Norden. Was ist denn los mit denen? Naja, egal. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh ja, ich weiß wirklich, wo wir sind. Das ist sehr gut. Okay. Guten Tag. Gaia Snubble war nämlich jetzt genau. Geh weg. Geh weg. Oh nein, die kommt doch jetzt da durch, oder? Eieiei. Ach, dann lasse ich die halt mal da sein. Ist mir jetzt auch egal. Hi. Alright. Nur ein bisschen vorsichtiger hier immer. Du weißt nie, wann du in den Gegner reinläufst. Alright. Okay. Da kam aber jetzt gerade lang kein Gegner. Ich war ein bisschen begeistert. Huh! Auf einmal ist hinter mir einer. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hab dich aber nicht vergessen, oder? Alright. Ist sonst noch irgendeiner hier? Du? Hi. Na, wie geht's, Frauen und Kinder? Wahrscheinlich gleich nicht mehr so gut, weil du stirbst. Junge. So. Hier unten. Oh! Oh nein. Oh nein, hört doch auf, mich zu vergiften. Das ist uncool, Leute. Das ist uncool. Zack. Okay, der eine ist, glaube ich, tot. Ich glaube, ich sollte mal einen Bonbon nehmen, ne? Mir geht's nämlich gar nicht mehr so gut. Hi. Bleib direkt liegen. Oh nein. Wenn ich den nur 15 abziehe, dann bleiben die nämlich nicht liegen. Oh Gott sei Dank, kritischer Treffer. So, ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir links oder rechts rein mussten. Ich gehe einfach mal ins Erste. Es wird schon stimmen. Wahrscheinlich nicht. Hi, Raffi. Ja, stimmt nicht. Ich wusste es doch. Ja, ja, gute Preise. Ich kann nicht speichern. Ja, das mache ich doch gerade mal. Ich wende den Partner nicht, keine Sorge. Ich denke immer, ich drücke schon auf Ja und dann drücke ich aber nicht auf Ja. Aber ich kann doch bei dir auch kaufen, ne? Ja, ja, gute Preise, gute Besserung. Das habe ich aber alles schon. 250 dp, ich habe nicht mal so viel. Brauche ich gar nicht. Ist ja quasi, als hätte ich jetzt schon den Hypertrank bei Pokémon. Hi. Ah! Ah! Ich habe daneben geschlagen. Oh Gott. Treff dich nicht. So, jetzt. Wie, der lebt noch. Der lebt hier gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir halt links rein. Dann ist halt links richtig. Ich wusste doch, dass ich erst falsch gehe. Hallo Fledermaus. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Arnold, man, hat Stufe 5 erreicht. Easy. Oh Gott, das ist ein komischer Goblin-Typ. Oh nein, so ein fucking Schleim. Gegen den Schleim kämpfe ich jetzt nicht. Das hat einen einfachen Grund. Ich bin noch zu schwach für den Schleim. Der Schleim splittet sich einfach nur und hat wieder volles Leben. Ich hasse das. Aber dafür nehme ich die Goblins hier mit. So.
Weil die können nämlich gar nichts. Die kriegen von mir ordentlich aufs Maul. So. Ich nehme auch, wie gesagt, jeden Gegner immer schön mit. Gibt Erfahrungspunkte. Wir sind jetzt auch schon 2 Level aufgestiegen in der Zeit, wo wir hier langgelaufen sind. Also jetzt nicht hier, sondern generell den ganzen Weg. Es lohnt sich, definitiv. Und du brauchst die Level auch später noch, keine Sorge. Es wird später noch schwer, das Spiel. Ist gar nicht mal so einfach. Ja, Fledermäuse! Ja. Eine hat... Oh nein! Ich glaube, die bemerkt mich gar nicht, die ist blind. Die Fledermaus ist blind. Ihre Schalldinger funktionieren nicht. Fucking Goblin, ey. Geh einfach weg. Verpiesel dich. So. Hallo Fledermäuse. Na? Wie geht's euch so? Was macht die Fledermaus? Oh nein, nicht Ballon. Ach nein, da kann ich mich nicht bewegen. Ich hasse Ballon. Sex? Okay. So. Läuft doch. Hi. Verrecke. Verrecke. Oh. Ich hab einen Bonbon. Nein. Geld. Geld ist natürlich auch geil. Aber jetzt habe ich schon den Schalter aktiviert. Wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich erst mal die Gegner töten. So, den kann ich jetzt nicht nochmal aktivieren, ne? Nee. Wäre ja auch sinnlos. So, dann gehen wir nämlich zurück. Und sehen, dass da gar keine Lava mehr ist. Oh nein, nicht Ballon, nicht Ballon. Nein! Ich bin weggetreten. Aber die Fledermäuse sind einfach unfähig. Die sind einfach unfähig. Ich meine, ich habe damit absolut kein Problem. Ich finde es sogar ziemlich nice. Aber ich meine, da geben die mir schon Ballon und dann können die da nichts draus machen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ihr beide auch, oder? Ich treffe euch erstmal beide. Danach töte ich dich. Danach töte ich dich. So, easy. Dann kann ich jetzt hier drüber laufen, weil ja hier ist jetzt keine Lava mehr. Dann muss ich wohin? Ach, da unten, ja. Ich erinnere mich. Oh! Hi! Oh, kritischer Treffer. Nice. So, der eine ist tot. Und Stufe 6. Nice. Also, leveln tun wir hier gerade ordentlich. Oh, oh Gott. Nein, da oben ist wieder so ein Schleim. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir runter müssen oder hoch. Ich gehe einfach mal hier hin. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist nur ein Schatz. Aber ist nicht schlimm. Oh nein, jetzt habe ich den anderen geweckt. Vielleicht kann er jetzt mal zeigen, was er kann. Nee, kann er nicht. Gut. Nein, die Dicke zu öffnen! Magisches Seil. Okay. Ich glaube, magisches Seil ist ein Fluchtseil. Ich glaube, so ein Pokémon-Fluchtseil, oder? Teleportiere dich zum... Ah ja, ist es wirklich. Okay, wir haben Fluchtseil bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Pokémon von Secret of Mana geklaut? Oder hat Secret of Mana von Pokémon geklaut? Was ist denn vorher rausgekommen? Wie kam denn Pokémon die erste Generation raus? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. So, da müssen wir wohl runter. Hallo, Peter. Nein! Ich hasse Ballon. Ich hasse Ballons zu sehr. Warum heißt es überhaupt Ballon? Hey, die treffen mich doch gar nicht. Wie können die mir Leben abziehen? Junge. Das ergibt keinen Sinn.
du noch. Der lebt noch. Okay. Ich könnte jetzt hier runter. Ich könnte aber auch hier rechts. Ah, hier ist ein Schleim. Hier ist nur ein Schleim. Nope, wie gesagt, Schleim ist noch nichts für uns. Vielleicht später mal irgendwann. Aber definitiv jetzt noch nicht. Weil ich ziehe dem Schleim auch irgendwie nichts ab. Ich glaube, ich brauche dafür eine bessere Waffe. So, hi. So. Immer noch einen. Ja, da sind wir. Schleimis. Ich kann es euch ja mal zeigen. Weil ich kann auf die Schleime draufhauen. Wie ich will. Erstens treffe ich die Schleime nicht immer. Und zweitens, irgendwann splitten die sich einfach und dann habe ich da wieder 1000 Schleime vor mir. Ja, genau das meine ich. Und dann haben die wieder volles Leben. Und dann hasse ich mein Leben. Ja, das ist so sinnlos. Ich hasse Schleime. Flattermaus! So, hier komme ich noch nicht durch. Ich glaube, da kommt man irgendwann noch durch. Oh, ich glaube, wir sind da. Jupp. Fast, fast zumindest. So, guten Tag. Das ist wieder so ein Hebel. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Ich glaube, sobald wir die Axt haben, können wir uns da durchboxen. Klar, ist jetzt ein Spoiler. Entschuldige. Natürlich Giftnadel. Natürlich. Ich habe doch gesagt, es können auch Fallen in Kisten sein. Natürlich sind es Giftnadeln. Ach, der Soundtrack ist so gut. Ja, ist so super. Hi! Komm im Zwergendorf. Achso, ja, die reden ja automatisch. Es tut mir leid, ich hab's vergessen. Ich bin gerade noch auf Final Fantasy getrimmt. Ja, kann das sein. Hi! Ja, ich komme tatsächlich von der Oberfläche. Kuriositätenschau. Okay. Können wir ja mal vorbeigucken. Hi. Looking for the underground palace? Why? It's been lost and buried for ages. Ich such den gar nicht. Hi. Ah, hab ich gemerkt. Ein bisschen. Hat er schon recht. Okay, kann ich eine Rüstung kaufen? Ich würde sagen, wir gehen aber schlafen. Da. Hi. 15 GM. Ja, easy. Bei dem anderen hat es aber nur 10 gekostet. Wart euch im Auge. So, eine Runde schlafen, Leute. Wir kriegen wieder volles Leben. Geil. So, willst du den Spielstand speichern? Ja, das will ich, denn das war's für diesen Part. Von Level 4 auf Level 6, Alter. Richtig geil. Ich habe schon wieder kein X geholt. Nice. So, Leute, damit beende ich diesen Part, was uns alles in diesem Zwergendorf erwartet. Sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn dieser Weg, es war natürlich jetzt nur der Weg dahin, aber ein paar Monster abgeschlachtet, ein paar Level aufgestiegen, hat alles schon Sinn gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es, wie gesagt, nur ein bisschen Lauferei war. Hoffe, dass ihr trotzdem im nächsten Part wieder einschaltet und ich sage bis dahin, tschüss!